Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 6. Nach einer kleinen Pause, es tut mir leid, wird nicht wieder vorkommen, geht es auch hier endlich mal weiter. Und wir haben immer noch einige optionale Sachen zu tun. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass wir alle Rückkehrer aus der Truppe wieder haben und selbst neue dazu bekommen haben, aber einer immer noch fehlt. Und diesen werden wir ab heute holen. Ich weiß nicht, ob wir das in diesem Part schon schaffen, aber auf jeden Fall werden wir alles daran setzen, um dies zu schaffen. Das Problem ist hierbei ist, ich muss erstmal den Ort finden. Ich weiß nur, es ist nördlich von Tetzen. Ja, Tetzen, erinnert euch bestimmt. Ich gebe mir mal so 2 Minuten Maximalzeit, um diesen Ort hier zu finden. Wenn ich das dann nicht gefunden habe, dann cutte ich euch eben schnell kurz raus und sucht dann einfach mal ohne euch und schaut euch dann wieder rein. Es ist eigentlich ein sehr markanter Ort. Wir hatten auch schon einmal ganz kurz aus Versehen da die Mission gestartet. Deswegen, ja, sollte ich das eigentlich finden. Es ist auf jeden Fall inmitten von Gebirge, so viel weiß ich. Und nördlich von Tetze natürlich. Ja, da so ähnlich, so ähnlich. Ich guck mal hier. Ja, da haben wir es gefunden. Denn hier ist so eine Art kleinen Grasfleck hier. Kann man sehr leicht übersehen, wenn man nicht weiß, dass wo es ist. Und dort landen wir dann jetzt. Wenn ich das so richtig finde. Da. Okay, gehen wir rein. Und wir müssen auch direkt 2 Teams bilden. So, und hier werde ich das so machen. Werde einmal mein Hauptteam nutzen. Allerdings nur mit 2 meiner bekannten Leute. Und dann werde ich 2 von meinen Hauptteamleuten ins andere Team schmeißen. Einfach um eine gute Mischung zu haben von starken und schwachen Charakteren, weil die anderen sind halt nicht gelevelt und so, ne? Wen ich auf jeden Fall gut gebrauchen kann, ist er hier, denn er hat gute Skills. Des Weiteren. Würde ich dich sehr gerne hier mitnehmen. Wegen Stehlen. Und jetzt ist die Frage. Du bist leider noch ungelevelt von deinen Skills. Dich haben wir aber sehr gut gelevelt eigentlich. Du hast sehr gute Skills gelernt. Und ich glaube, Veno könnten wir auch nochmal mit reinnehmen. Wobei, nein. Wir nehmen Polpi mit rein. Den hatten wir noch gar nicht in der Truppe gehabt. Und, ja, das ist eine gute Mischung. In jeder Truppe haben wir 2 unkontrollierbare Charaktere. Gut, wir starten. Das ist einfach mal auch eine sehr interessante gemachte Sache, dass wir hier wieder 2 Gruppen haben, die wir mit der Shift-Taste hier wechseln können. Und jetzt muss ich erstmal die kurz umrüsten. Finde ich sehr schön gemacht. Das ist, hat selten ein Spiel sowas. Und sehe, er hat schon hier wunderbar alles ausgerüstet bekommen. Ich glaube, ich muss echt immer nur die Accessoires hier, ne? Wirklich machen. Ja. Dann mache ich das mal eben schnell. Was könntest du gebrauchen? Ist mal das hier? Sehr schön. Aber mir fehlt ja noch 1. Damit könnte ich nämlich den Sprungangriff machen. Aber mir fehlt noch 1 Item, damit der Sprungangriff in Kombination richtig, richtig fett abrockt. Erst einmal kriegst du ein Doppler-Ei, weil du hast sowieso, du musst ein bisschen Level aufholen. Und dann hast du hier eine Rittertugend. So, du, was haben wir so? Genau, du brauchst ja keine Waffe, du hast ja deine Spezialskills raiden.
Und dann könnten wir dir doch einfach mal. Enges Ring ist immer gut. Und. Ja, ich denke, du wirst viel Zauber durch deine Skills. Das ist ein O-Ring. Ach so. Genau, Esper. Muss ich euch auch nochmal geben. Oh, was mach ich denn hier? So, du kriegst Kirin. Jetzt rüste ich euch aus. Die haben schon ihre Esper. Sehr schön. Das ist ja klar, ist ja klar. Ja, Zack und Zelda ist natürlich klar. So, aber ihr braucht hier noch was. So, optimieren. Was kannst du denn brauchen? Du wirst ein auf. Und das ist jetzt sehr suspekt. Ich werde ihn ein auf Lurker, also Locke, machen. Aus diesem Grund werde ich ihm Folgendes geben. Wo ist denn das? Diebshandschuh. Und dann kriegt er noch einen Mutring. So, du kriegst erst einmal dein Zornring. Ein Ring, der Hitze absorbiert. Welche Wirkung mag er wohl auf einen Yeti haben? Fakt ist, der Yeti wird unkontrollierbar, was er ohnehin schon ist. Und ist halt immun gegen Hitze. Ne? Das ist also super. Und ich glaube, das kann auch nur er ausrüsten. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ansonsten, was gebe ich ihm denn noch? Ich könnte ihn ja. Boah, ich weiß nicht. Er ist so ein komischer Charakter irgendwie. Haben wir irgendwas für Angriff verbessern? Gauntlet. Aber massiv. Ja, dann könnte das hier. Da er sowieso kein Schild tragen kann, könnte halt ein Gauntlet. Sehr gut. So. Jetzt wäre das nämlich spannend. Ich glaube, wir müssen mit Team 2 reingehen. So. Ich denke, das System sollte klar sein. Das Problem ist, Team 2 hat jetzt die tollen Laufschuhe. Naja, egal. Werde ich schon überleben. So, da kommen wir natürlich nicht hin. Da müssen wir mit einem Team arbeiten. Ja, das. Natürlich. Wie viel Schaden hat das jetzt gemacht? Es geht eigentlich. Oh, ich sehe aber gerade, Eddie hat massive Mana-Probleme. Das will ich ja nicht haben hier. So. Ich gehe mal nach Norden. Naja, Gegner gibt's auch. Dieser Dungeon wird uns auf jeden Fall lange aufhalten. Der ist groß und komplex. Aber am Ende lohnt sich das. Es gibt ja auch übrigens ein Item. Ich meine mich so erinnern, dass man hier eine Art Namenskarte kriegen kann. Mit der man einen Charakter umbenennen kann. Und da ist jetzt eine Frage. Wenn ihr einen der Charaktere, die... Also, ich sag mal so, die noch hier komische Namen haben, wie hier Eddie oder so... Oder hier Luca. So Charaktere, die noch nicht Kommentarschreiber sind. Wenn ihr diese Charaktere sein wollt, sagt Bescheid. Dann werde ich euch diesen Charakter zuweisen. Natürlich nach diesem Dungeon. Denn irgendwo in diesem Dungeon gibt es halt diese Namensänderungskarte. So, nach Norden könnten wir raus. Aber ich gucke erstmal hier Süden nochmal nach. Diese Namenskarte gibt es auch nur einmal, ne? Also, das heißt also, nur ein einziger wird Chance haben, dann hier noch verewigt zu werden. Denn neue Charaktere werden nicht mehr kommen. So. Können wir jetzt bitte weiter? Ich habe hier noch einiges zu tun. So. Süden war nichts mehr, ne?
Nee. Ich glaube. Ja. Aber ich glaube, die Brücke bleibt, oder? Muss ich gleich mal gucken. Wir müssen nämlich erstmal dafür sorgen, dass jetzt das andere Team auch noch reinkommen kann. Ich sag euch wirklich, dieser Dungeon wird uns lange aufhalten. Einfach weil der so komplex ist mit diesen zwei Team-Dingern. Man kann auch so viel Items verpassen, wenn man. Ja. Das ist halt falsch macht mit den Teams. Da kann man, auch wenn man blöd ist, weiterkommen. Aber halt gute Items verpassen, ne? Ich will natürlich alle Items mitnehmen. So. Und ja, die Brücke bleibt sehr schön. Rasierschwinge. Warum wollen wir gleich Rasierklinge? Oh, für wen ist denn das? Ich finde das gar nicht. Ja, okay. Hä? Moment. Rasierschwinge? Ich finde das nicht. Aha. Hä? Moment mal. Hä? Ich sehe das nicht. Da! Ein Wurf kann den Gegner außer Gefecht setzen. Aha. Sowas wie so eine Waffe. Okay. Ja, warum jetzt nicht, ne? So, wir könnten unten im Süden jetzt weitermachen. Müssen wir wahrscheinlich auch, weil da kommen wir nicht hoch. Gut, dann. Muss es hier weitergehen. Erstmal müssen wir echt das neue Team da durchkriegen. Oi. Okay. Hätte vielleicht mal heilen sollen. Und ja, ich gehe einfach mal so die ganzen Rages durch, die wir hier so haben. Wir haben ja genug. Nach diesem Dungeon kann ich ruhig nochmal jede Menge neue Rages holen. Einfach weil hier viele neue Gegner dazu gekommen sind. Werde ich auch ein paar nochmal holen, offscreen natürlich. Ich werde jetzt nicht unbedingt alle holen am Ende des Spiels, aber ich werde jede Menge holen, ja. Einfach weil zur Würdigung dieses Charakters. Er kann sehr mächtig sein. Ah, guck mal, jetzt sind wir nämlich hier drüben. Sehr schön. So, diese hässlichen Fratzen. Ich glaube, die gab es schon in Teil 4. Am Ende. Ich finde es ja interessant, wie die Charaktere, also diese Fratzen da Claude heißen. Wenn man bedenkt, dass Teil 7 später rausgekommen ist. Und da heißt der Held nämlich Claude, also. Absicht. Ui, wie komme ich denn da hin? Das wäre sehr schön. Oh, noch eine Kiste. Ihr seht, also hier gibt es so viel. Ja. Ja, aber ich muss so erstmal den da durchkriegen, dass ich dann hier weiterarbeiten kann.
Da fängt's nämlich schon an. Ich sag's euch, das ist sehr echt ein Dungeon. Der wird uns lange beschäftigen. Aber ich will es unbedingt machen, weil ich will nämlich unseren Haupthelden wieder haben. Ja, eigentlich ist ja der Hauptheld Luca. Ne? Oder Terra, wie sie im Original heißt. Kobold gelernt, schön. Nutze ich zwar nie, aber schön. So, okay, was machen wir? Nach Süden können wir nicht durch. Wie komme ich denn da zu dem Schalter? Nee, kann ich da noch weiter nach Süden. Ich muss jetzt irgendwas übersehen haben. Ich muss echt was übersehen haben. Gut, dann nochmal so. Moment mal, war das eben auch schon so? Da waren eben nicht so viele Wege da mit den Brücken, oder doch? Das hätte ich doch gesehen. Muss gleich nochmal genauer gucken. Das hätte ich doch gesehen sonst. So. Mal gucken. Ah, ich wollte schon sagen. Ja, so blind bin ich jetzt nur auch noch nicht. Okay, das heißt, da kommen wir auch gerade nicht weiter. Ja. Viel Fortschritt. Ich weiß ja nicht, wie lange ich damals dran gesessen habe. Natürlich ohne Komplettlösung, mache ich auch gerade. Weil ich finde, gerade so Labyrinth-Dungeons, gut, ist jetzt kein Labyrinth-Dungeon, aber gerade Labyrinth-Dungeons, finde ich, sollte man immer ohne Komplettlösung machen. Einfach, weil ich finde sowas immer sehr gut designt. Und es macht auch Spaß, da den richtigen Weg zu finden. Und vor allem kann man sich dann auch auf die Schulter klopfen, wenn man dann das geschafft hat. So, toll. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Muss ich wirklich da jetzt durch die Stacheln? Das kann aber nicht sein. Meinst du, als wäre, dann komme ich oben halt auch raus. Also von daher. Verdammt! Wie komme ich da jetzt weiter? Wie kriege ich die andere Gruppe rein? Muss ein Schalter sein. Definitiv. Aha, 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 jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's, okay. Oh, das war aber echt ein Krampf hier. So, ihr seid fit. So. Du machst die Stacheln weg. Okay, aber gleich, also ich will kurz mich noch umsehen, aber ich glaube, hier war nichts, ne? Oh, fuck, ich hab noch was komplett vergessen. Ja, Mimen. Ich muss nämlich erstmal den Gogo erstmal sagen, was er mimen soll. Also, hab ich ihn umbenannt? Moment, warte mal. Glaub nicht, ne? Ne, den hab ich gar nicht umbenannt. Ich muss nämlich bei ihm jetzt hier unter Fähigkeiten reingehen. Was? Eigentlich sollte das gehen. Moment, war das so eine Ausrüstung? Verdammt, wie ging das nochmal? Status. Ah ja, denn da haben wir jetzt Kommando-Config. Und dort können wir ihm jetzt sagen, was für Skills er haben soll. Und damit natürlich so diesen Charakter machen, den er halt imitieren soll. Und bei ihm möchte ich jetzt haben, dass er Stehlen hat.
was rauben wird natürlich durch unser Accessoire. Dass er dann natürlich Items bekriegt. Das baue ich dann dahin. Achso, warte mal. So, Angriff will ich natürlich haben. Normalen Angriff. Und so, hier stehlen. Beziehungsweise rauben. Hier nur Abwehr ausrüsten, Waffen. So, jetzt haben wir ihm nämlich erstmal überhaupt Skills gegeben. So. Gut. So. Genau. Wir müssen jetzt diesen Schalter nutzen. Damit sie denn nämlich da jetzt durch kann. Ihr seht, total komplex. Jetzt sind wir nämlich hier. Ich finde das Szenario und auch das System total super gemacht. Ist echt mal was Neues. Oh, Raid geht's gar nicht gut. Das muss ich gleich mal behindern. Beenden. So. Ich hoffe immer noch, dass ich da irgendwie vorher zum Speicherpunkt komme, damit ich dann... Oh Gott, jetzt ist Sasuke ein Zombie. Damit ich dann halt ein Zelt benutzen kann. Versteinerung. Okay, hat nichts gebracht. Da. Sasuke kann zwar trotzdem angreifen, aber er kriegt ja keine Erfahrung, ne? Kann er auch nicht heilen. Denn er hat keine HP. Gut, das heißt auch, dass er nicht sterben kann. So wie Eddie. Ich hätte ihm leben müssen. Egal. Jetzt kriegt er halt keine Erfahrung. So, dann mache ich das halt jetzt. So, erstmal. Wo haben wir es denn? Haben wir es überhaupt noch? Ja, Weihwasser. So, dann. Phönixfeder. So, es wird. Sasuke mal eine Runde heilen. Ah, du bist fertig mit Kirin. Sehr schön. Dann lernst du Ifrit. So, dann... Ach komm, echt jetzt? Rage, Kommandeur. Hat wem schon, ne? Passt schon. Schaden, Schaden. So. Nadeln auf wie süß. Was? Oder war es 1000? Ah, jetzt kommt 1000. Hä? Habe ich grad, mich gerade verlesen? Egal. So, weg. Eddie, Level up, sehr schön. Gut. So, dann wieder wechseln. Dann kannst du nämlich hier durch. Ich sehe, total komplex und richtig geil. Will ich jetzt hier schon weitergehen? Ich weiß es nicht. Mich erstmal oben noch um. Ah, sehr schön. Das hat hier ja auch mal Sachen. Nehmen, Angriff, rauben. Ab. Ja, sehr schön. Natürlich wollen wir die richtige Lurke auch wieder haben. Logisch. Ah, Kiste, sehr schön. Leer, was? Verarsch mich nicht! Was ist denn für ein Fake? Voll der Troll hier, ey. Leere Truhe, ey. Geht ja mal gar nicht. Da bin ich wild, ganz ehrlich. Da. So. Dann müssen wir halt nach Süden. Ich hätte zwar gerne erstmal oben den Speicherpunkt, damit ich dann den Part auch sehr schön beenden kann. Aber okay. So, mit der ganz Süden oder erstmal die Kiste. Wieder leer. Ach komm. Ich werde hier getrollt. Das ist echt nicht normal. Wer trollt mich denn hier? So. Okay, Ah. Ich habe Steine gemacht, okay. Warum auch nicht?
Ah. Einfach drauf. Wow, 118 und dann stirbt er sogar? Wie viel AP hat denn der? 5? Irgendjemand was gelernt? Nein, gut. So, ach, echt jetzt. Dann die nächsten. Chaosdrache, das sieht gar nicht wie ein Drache aus, eher wie ein Dinosaurier. So ein T-Rex. Aber okay, wenn ihr meint. Ich will euch da ja nicht ins Handwerk fuschen, ja, also. Boah, ich hab so Hunger, ey. Ich glaube, ich esse gleich ein paar Bratwurstschnecken. Schon wieder leer. Och, ey, jetzt reicht mir das. Wer träumt mich denn jetzt hier? Da freut man sich auf eine geile Truhe oder an sowas. Das ist doch allgemein gefährlich. So. So. Weiter. Okay, und jetzt. Ah, nee, ich glaube, ich muss ihn hier stehen lassen. So, mit ihr oder mit diesem Team. Ich hoffe, ich täusche mich da jetzt nicht. Das ist nämlich schon so lange her, wo ich das letzte Mal hier das Spiel gespielt habe und hier war und so. Eddie ist fast down. Der hat ja kaum HP. So. Jetzt will ich hier diesen Part noch hinkriegen. Oh, aber so langsam. So. Das bin jedes Mal. Was? Fallgrube? Achso. Instant Kill. Sehr cool. Die halten irgendwie hart krass viel aus, oder? Ach, geht eigentlich. Hat getäuscht. Ich hab grad irgendwie Frame-Einbrüche. Ja, da war das sowieso fast fertig. So, wir könnten jetzt nämlich hier über die Blöcke springen. Dann dasselbe hier. Und da vorne sehen wir schon unser anderes Team. Da ist die Kiste. Was habe ich jetzt gemacht? Ach so. Das kann ich nämlich nach oben. Okay. Ja, ihr seht, das ist so komplex hier. Aber genau das ist das, was ich an diesem Dungeon so geil finde. Einfach mal mit zwei Teams spielen. Und dann auch die Tatsache, dass du auch Charaktere nutzen kannst, die du bisher irgendwie nie in deinem Lieblingsteam gehabt hast. Das finde ich einfach so awesome. Was ich weniger awesome finde, ist, dass ich hier die ganze Zeit Frame-Einbrüche habe. Naja, komm, eine Minute noch, dann ist der Part eh voll. So. Aha. Komm ich nicht weiter, dann muss ich hier lang. Ah, jetzt musst du mit diesem Team erst den kompletten Weg zurücklatschen, um dann da durchzukommen. Ja, aber Leute, ihr wisst ja, dass das dauert ein bisschen länger. Das machen wir im nächsten Part. Dann werde ich hoffentlich auch den Lex auf der Spur kommen. Also, wir sehen und hören uns im nächsten Part in Let's Play Final Fantasy 6. Diesen Kampf mache ich jetzt noch schnell.
Und dann werden wir im nächsten Part vielleicht schon unseren werten Dieb und Schatzjäger, den Lurker, wieder in unsere Truppe aufnehmen. So, jetzt kommt mal hin. Gift ist jetzt nicht so das Geilste. Das ist schon das Wahre. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.